Ich habe doch gerade dann gedacht, so, okay, da habe ich keinen Bock drauf, das zu schneiden. Weil das ist unmöglich zu schneiden. Wir haben euch gefragt, welche Fragen habt ihr an uns? Das Besondere dabei ist, dass wir beide nicht wussten, welche Fragen wir kriegen und so frei und ohne Drehbuch geantwortet haben. Viel Spaß! Gehörst du der wahrhaftigen und ehrfurchtgebietenden Fanbase von Blue Eyes an? Ich fand das eigentlich voll dumm. Sag einfach nein. Was habe ich denn noch zu befragen? Blue Eyes ist kein Meta. Ah, ja. Das musst du natürlich rein. Warum so Fragen wie alt bist du? Voll langweilig. Ich bin alt. Findest du dich selber lustig? Nein, echt nicht. Was ist das denn? Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Oh mein Gott, nicht solche Brat oder Rindwurst? Was? Brat oder Rindwurst? Keine Ahnung, was das ist. Das ist für eine Frage. Ja, jetzt, hast du eine Frage an mich? Ist ja halt nur Scheiß. Ja, ich habe so abwechslungsreiche Fragen wie: Was ist dein Lieblingsdeck? Wie findest du das Meta? Was ist dein Hassdeck? Mein Hassdeck ist auf jeden Fall eigentlich Burning Abyss, weil es so lang da ist und weil es mich im Clifford-Format zerstört hat. Und es ist immer da und ist immer noch da. Was soll das? Also Dante stirbt nie. Genau, und ich habe so einen Neid auf die Leute, die das damals gelernt haben, gekauft haben und immer noch spielen können. So. Ich habe mich für Clifford entschieden und es wurde eigentlich ziemlich schnell wieder so auf die Liste gesetzt. Und ja. Weil es Clifford spielt. Warum ist er so süß? Was wäre ich? Shit. Okay. Ich bin gar nicht mehr so süß, wenn ich irgendwie in die Kamera reingehe. Hallo! Findest du die Richtung, in die sich Yu-Gi-Oh! Entwickelt, für die Zukunft betrachtet eher gut oder schlecht, beziehungsweise kann sich das Spiel halten? Ja, das Spiel kann sich halten, aber leider nur unter gewissen Bedingungen. Und die sind dazu, dass man, ja, ich sag mal, aufräumt. Und das Aufräumen bezieht sich auf alte Karten. Also es ist einfach so, die neuen Karten von den neuen Mechaniken, wie zum Beispiel Link, sorgen halt dafür, dass gewisse Sachen möglich sind, die vorher nie möglich waren. Und die muss man halt unterbinden und dann kann sich das Spiel auf jeden Fall auch halten und hat auch eine Zukunft. Aber wenn das nicht gemacht wird, also wenn man da schläft quasi, dann hat das Spiel nicht mehr ewige Zukunft. Das ist echt traurig. Übertreib dein Leben. Nächste Frage. Du musst immer von rechts die Fragen stellen, kann das sein? Ach, keine Ahnung. Du bist immer rechts, bitte. Immer rechts. Wieso keine Waschbären mehr? Oh nein, es tut mir so leid, Leute. Nein. Ja, den Insider verstehen nur wenige, das war vor YouTube. Ja, da habe ich auf Locals halt Waschbären gespielt. Ach, krass. Ja. Okay. Und ja, irgendwann war das nicht mehr Zeit gewesen. Wie kommst du auf deine Videoideen? Das ist eigentlich mega nice. Ja, die Frage kann man dich auf jeden Fall auch stellen, ne? Also, ja, boah. Also eigentlich fast überall jetzt, ohne Witz. Also, es ist eigentlich so, es hört nicht auf so. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich gucke Serien, finde manche Elemente cool oder manche filmische Elemente cool. Und die würde ich dann gerne mal umsetzen oder einfach inspirierende Sachen, also von anderen YouTubern. Und das geht jetzt gar nicht darum, irgendwie Formate oder so, sondern einfach eher so perspektivische Sachen oder der Hintergedanke hinter einer Idee, den ich sehr interessant finde, den ich gerne umsetzen will. Das ist inspirierend und kommen Ideen. Dann stumpf Brainstorm, ist es wirklich so? Also wir haben ja auch schon mal öfter so gebrainstormt einfach so. Du musst ja mit Leuten reden, glaube ich, ne? Also um auf Ideen zu kommen. Also da kommt man auf jeden Fall sehr schnell auf Ideen. Wenn man sich austauscht, wenn man sagt, hey, wie findest du das? Und dann kommt irgendwie so, ja, okay, das ist ganz gut, aber was, wenn das passiert? Und dann so, ach, dann habe ich gar nicht gedacht. Weißt du, so, dann kommt man, glaube ich, zusammen einfach auf gute Ideen. Ja. Könntest du vielleicht mehr Videos in geringer zeitlichen Abständen machen? Nein. Ja, wie findest du denn die Link-Beschwörung? Finde ich gut. Okay. No joke. It is true. Also erstmal, Yu-Gi-Oh! Verändert sich, Leute. Findet euch damit ab. Es wird immer Veränderungen geben und geht wieder in den Hintergrund. Ja, das ist doch das Ding. Ja, aber ich fand Pendulum war die blödste, neueste Mechanik. Ich mag Link, ich fand aber Synchro cooler. Und bei Exit habe ich als rauskam, habe ich gedacht, den fällt nichts Besseres mehr ein. So dem Motto so, ja, Synchro war so special mit so neuen Monstern und bei Exit dann so, ja, wir erfinden keine neuen Monster. Fertig. So, was ist deine Lieblingsmechanik? Also Link Pendel. Auf jeden Fall Pendel. Also ich finde Pendel, bevor es eben Link gab, fand ich es am coolsten. Es war so ein bisschen OP gefühlt. Nein! aber irgendwie hat das Spaß gemacht, dass man irgendwie so ein bisschen Ressourcen aufbaut und dann eben im Late Game
einfach spielen kann. So. Ja, und immer wieder ich alles, kann im Late Game spielen, guck alles auf so, guck mal her, ich bin Pendel! Wow, super, wirklich. Pendel, dein Ernst? Ja. Auf Deutsch, die Mechanik, wo man wenigstens nachdenken muss, die feierst du. Aber ganz ehrlich, Exceeds ist auch mega nice und Synchro natürlich auch. Ach, jetzt doch alle Mechaniken. Eigentlich sind alle Mechaniken mega nice. Auch nee, Link? Link halt finde ich nicht so schön. Ich habe auch übrigens keine Ahnung von Meta. Ich bin eigentlich nur ein Content Creator. So, das waren die komischen Fragen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war das letzte Mal ein dieses Video. Es ist ich glaube, Leute, ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen. Was? Und die Fragen sind nicht die besten, Mann. Ja, genau. Nee, ganz ehrlich, boah, ey. Also erstens, dieses Video wird unglaublich die Hölle zu schneiden. Zweitens, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Nein, du likest nicht nach Likes. Also, danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute.